Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. In der letzten Folge haben wir dieses wunderschöne Schiff nicht nur gekauft, sondern auch noch gefittet. Ich zeige ganz kurz nochmal mein ganz spezielles Fitting mit der Möglichkeit, sich selbst auch aus dem Schlamassel wieder rauszuziehen und ein bisschen Sicherheitsnetz noch dazu. Mal gucken, ob das Ganze halten wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und ich habe tatsächlich Lust, es direkt auszuprobieren. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gucken mal, ob wir was erscannt bekommen. Eben kurz hier nochmal geguckt. Wir können wieder auf die einfache Tour unsere Dailies erfüllen. Liefern, liefern. Blaupause benutzen. Starten. Gleich wieder zwei Ziele erledigt. 50 LP, 50 LP. Zerstören Sie, scannen Sie. 5 Signaturen wäre auch dabei. Ja. Wollen wir die Heron nehmen für Scannen? Das würde eigentlich Sinn machen. Die hat nämlich Bonus auf die Stärke von Kaldari Frigate. Wie weit haben wir das? Auf 4. Ah, das lohnt dann schon. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal genau das. Wir suchen mal einen Eingang in ein Wurmloch. Mal sehen. Ich habe ja festgestellt, wenn man eins sucht, findet man keins und andersrum. Oh ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also, erster Test ist direkt hier bei uns. Kosmische Signatur, nice. Ich fliege einfach mal ein kleines bisschen mit Vollgas hier weg. Brauchen schon ein paar Drohnen. Okay. Irgendwo hier. Hör mal los. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir jetzt direkt, aber so ein Glück. Man weiß nicht, ne? Lass mal gucken, was es überhaupt ist. Zack. Zack, zack. Wissen wir es schon? 17%? Nein. Wahrscheinlich nach diesem Scan hier. Wir brauchen ja ein Wurmloch. Wo wir dann reingehen können mit unserer Endurance. Wurmloch. Puh. Kannst du nicht besser skripten? Signalstärke nicht geändert. Zack. Wieso ist das eigentlich wieder so unsäglich warm geworden? Das sollte doch jetzt Herbst werden. Sommer war gut, danke. Jetzt reicht's. Ich möchte Herbst. So, da können wir draufbleiben. Also noch ein tiefer. Ich muss mal gerade das Fenster zumachen, Sekunde. Und da ist unser Wurmloch. Perfekt. Dann mal hin da. Ich fliege jetzt einmal hin, um ein Bookmark zu machen. Die Sonden können schon mal wieder zurück. Und um mir den Status des Wurmlochs anzugucken. Ob es noch hält. Wie haben wir denn hier im Local gerade? Local 5. So, hallo Wurmloch. Info. Ein instabiles Wurmloch. Das Wurmloch verfügt scheinbar in gut gesicherte Bereiche des Alls. Das ist schlecht. Dieses Wurmloch zerfällt bereits und wurde noch nicht so stark in gut gesicherte. Ach, nö. Wurmhole-Eingang. 2 Stunden. Wir springen mal durch, oder? In gut gesicherte. Heißt, wir kommen irgendwo im Highsec raus.
Das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Hart getrollt von Eve. Drei, drei, zwei, neun, zwei, sechs. So, und... So, und wir sind in Nijmegen. 08er. Ist hier noch was zu erscannen? Hier gäbe es zwei kosmische Signaturen. Ja, können wir ja trotzdem machen, ne? Dann müssen wir hier Ort speichern. BH nach Mani. Das ist so praktisch mit dem, dass das abläuft. Das ist echt richtig gut. Sonden raus. Tarnung. Sonden raus. Sondenscanner. Wie weit ist es denn von hier eigentlich nach Mani? 10 Sprünge. Naja, das war ja nicht mal besonders dolle. So, Nummer 1. Scannen wir mal. Gucken, wie ich das überhaupt mache. Dann, wenn wir jetzt eins finden, dann machen wir vielleicht gleich zwei Folgen. Komische Signatur. So. Analyze. Gucken erstmal, was es ist. Ab 25% sieht man, meine ich, was es ist. Aha, reicht noch nicht. Ein kleiner und los. So, von 4 auf 2 AE ist schon immer ein krasser Unterschied. Wurmloch. Na dann. Next Versuch. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir vielleicht wenigstens die 5 Signaturen erscannt. Das ist auch schon in Ordnung. Mal gucken. Instabiles Wurmloch, so viel war ja klar. Hm? Schwierig zu erscannen, das müssen wir relativ weit runter gehen. Dann habe ich mal die Hoffnung, dass es irgendwo hinführt. Also in so ein Pocket, in so ein Wurmloch-Pocket. Stabiles Wurmloch, wir reisen mal hin. Wie weit ist es? 2,61, okay. So. Info anzeigen. Instabil des Wurmlochs in den Tiefen des Wurmlochs. Dieses Wurmloch scheint in unerforschte Bereiche des Eis zu führen. Dieses Wurmloch zerfällt bereits, wird keinen Tag länger. Dieses Wurmloch wurde noch nicht. So, das sind die wesentlichen Infos, die wir brauchen. So, und speichern. BHN. So. Okay. Und dann halten wir uns hiermit nicht lange auf, sondern holen unser anderes Schiff und dann gehen wir hier mal rein, oder? Wartet mal, wir könnten auch einfach, wir springen einmal schnell rein. Ich will einmal sehen, dass es da auch Erze gibt. Mir nicht viel vor da. So, erste Aktion ist hier erstmal die Sicht verstellen, Richtungsscanner, Kaldari Control Tower. Aha. Wollte gerade sagen, wo ist das Wurmloch hin? Jetzt Panik gekriegt, Anomalien, gewöhnliche Erzvorkommen, Grenzgebiet, okay, perfekt. Also, wir haben hier was. Dann raus. Ich sehe, dass hier zwei
Control Tower sind, die gucken wir uns auch an. Aber mit dem richtigen Schiff. So, von hier dann wieder nach Mani. Also, gut, hat jetzt nicht auf Anhieb geklappt, hat aber geklappt. Los geht er, der Peter. So, Richtungsscanner können wir auflassen. Cool, ich freue mich drauf, haben lange für gearbeitet. Jump. Überlegen, brauchen wir noch irgendwas für das andere Schiff? Ich glaube nicht. Docken. Wir haben Drohnen drin, wir haben eine niedrige Repair Pace drin, wir haben den Miner drauf. Nö. Scanning Drones haben wir auch dabei, um wieder rauszukommen zur Not. Ich würde sagen, wir hoffen einfach mal das Allerbeste. Okay, okay, okay. Ich freue mich. Was das vor 2-3 Folgen war, das mit diesem komischen Gebampe im Nirgendwo, das würde mich wirklich mal interessieren. Small Wreck. 3, 2, 1. Abdocken. Nanite, Core Scanner. Alles da. Und zack. Wurmloch-Eingang. Ich meine, das Gute ist, das Schiff ist wirklich schnell im Warp. Das heißt, im Wesentlichen muss man einfach nur richtig aufpassen und zusehen, dass man schnell wegkommt. Der Warp-Core-Step war früher ein passives Modul, ist jetzt ein aktives. Man muss das also aktivieren. Und das hält dann, glaube ich, für 15 Sekunden. Also wenn man gescrambled ist, aktivieren und zusehen, dass man auch wegkommt. So, was? So, ja. Nummer 1. Um noch in. Das Improved Cloaking, das können wir dann schon auch nutzen, wenn mal was auf dem Radar erscheint. Da müssen wir nicht immer sofort komplett verschwinden. Und wenn ich jetzt auf alles gehe und scanne, sehe ich dann das Force Field? Glaube nicht, ne? Und springen. Vor kurzem hat eine Reise durch dieses Wurmloch ihre sekundären Spulen polarisiert. Ein neulicher Flug hindurch ist nicht gerade sicher. Eine polare Aufleitung sollte innerhalb von 22. Okay, wir müssen warten, bis der Timer abgelaufen ist. Das ist ja auch wieder was. Also bei den Towern, die wir da gleich drin finden, ich weiß immer nicht genau, ob ich da ranfliegen darf oder ob ich dann sofort auf eine Mütze kriege. In der Regel sind die eigentlich verlassen, ne? Viele bauen dann was auf, die hauen dann wieder ab und dann werden die Tower zurückgelassen. Wir gucken mal. Wir suchen uns erstmal einen schönen Arkonor-Belt. Also Royd im besten Fall, ein ganzer Belt wäre schon krass. 7 Sekunden. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir da auch einen Timer haben. So, und das Wurmloch ist da. Wir sind hier. Ich fliege in die Richtung und aktiviere das Cloak-Device. Dann sind wir erstmal unsichtbar. Ah, das Improved drosselt uns nicht. Und wir können hier nochmal scannen. Eldari Control Tower. Jetzt alles mache. Okay.
Artillerie, Batteries. Warp Disruption Batterie. Stasis Webification. Na, fliegen wir mal lieber nicht hin. Das ist relativ gut bewaffnet. Und ob die jetzt noch an sind oder nicht, erkenne ich jetzt einfach nicht gut genug. Wir scannen jetzt hier nochmal. Hier finde ich nichts. Wir gucken uns mal den ganzen Krempel hier an. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier, ne? Heißt, wir sehen das meiste davon gar nicht. Hier können wir auf jeden Fall auch eine ganze Menge Sachen erst scannen. Sollten wir vielleicht für das Daily auch noch machen. War eins nach dem anderen. Also, Anomalien. Gewöhnliches Erzvorkommen im Grenzgebiet. Warpen 100 Kilometer. Fullerene Vorkommen. Seit vielen Jahren hat ein Experte erklärt, dass sie... Okay. Ich muss mal... Entschuldigung, musste niesen. Scannen nochmal, hier ist nichts. Raus aus dem Cloak. Auf 100 Kilometer. Und das ist mit einem Improved natürlich dann nice, ne? Wenn man gecloaked warpen kann. Dann könnte man auch 100 Mal dahin fliegen, hätte nicht Angst, dass man gleich irgendwie weggeknallt wird. Jetzt haben wir auch ein bisschen Delay auf dem Cloak. Tarnmodul Stabilisierung 12 Minuten. Ich glaube, ich kann trotzdem wieder cloaken. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So. Small Secure Container. Bergbau. Kernite, Bistod, Arkonor. Eigentlich wäre es besser. Wir nehmen den. Ah, wir haben keinen Microwarp Drive drauf. Ah, Misfit. Nehmen wir doch den hier. Was haben wir für eine Range? Ja, das müssen wir nochmal umändern. Dann nehme ich da den Shield Extender raus und oder zur Not auch den Survey Scanner. Wobei, das finde ich immer lustig. Und also unsere Range war wie? 12. Okay. Ich fliege jetzt mal ein bisschen dann dran vorbei. Aufschalten. Zack. Sonden raus. Richtungsscanner, wir finden unsere eigenen Core-Scanner-Probes. Sind doch unsere eigenen, oder? Ja, Entfernung 3000 Meter, das sind unsere eigenen. So, hier bleibe ich stehen. Und dann... Sehen wir mal zu, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann machen wir unser Daily noch schnell. Hier decken wir wirklich eine ganze Menge ab mit unserem Richtungsscanner. Scannen mal die Größe des Arkonoroids. 10.000 Arkonor sind hier drin. 160.000 Kubikmeter. Das reicht auf jeden Fall für uns. Oh, ich habe das Felsbar nicht ausgeladen. Mal gucken, ob wir das ausladen müssen. So, unsere Scanner-Probes sind weg. Passt. So, und alle 60 Sekunden
Jetzt 154.000 ISK. Ja. Noch ist es ruhig. Jetzt haben wir schon 308. Umloch. Auch wieder schwer zu erkennen. Wird also dann wahrscheinlich in ein weiteres Wurmlochsystem. Erscannt. Next. Und keins mehr außerhalb, ne? Das heißt, ich sehe dann immer meine eigenen Scan-Probes. Das hasse ich. So, die müssten gleich wieder auftauchen. Die kommen jetzt hier reingewarpt. Und damit sehe ich sie hier wieder. Das sind meine. 90. Das hier einfach nochmal. Manchmal muss man dann nur so ein bisschen in die Richtung des zweiten gehen. Dass er das dann wieder auf 1 reduziert. Und manchmal klappt es auch nicht. Da muss man mit der Signalstärke einen hoch. Ich habe nur 7 gesehen. Jetzt sind 8 drin. Eine Stärke, einen hoch. Eins war mehr aufgetaucht. Habe schon kurz Panik gekriegt. Schon über eine halbe Million in Arkonor und das gibt uns, wenn wir es schaffen sollten, achso, 100 sind es tatsächlich, kriegen wir da Megazyte raus. Und Megazyte sind mega nice. Ja. Ja, ganz woanders. Jetzt gerade noch. Meine eigenen Sonnen machen mich wahnsinnig. Es muss ja jetzt eigentlich auch nicht sein, dass ich hier scanne, während wir hier... Weil ich will halt beides gleichzeitig. Zack, zack. Sind sie alle weg? Sind sie alle wieder da? So. Ich meine, ich muss vor Core-Scanner-Probes ja auch gar keine richtige Angst haben, sondern eigentlich muss ich vor den Sister-Probes Angst haben. Denn die Core-Scanner-Probes können meiner Meinung nach keine Schiffe anwarpen. Das Gasgebiet ziert sich aber. Gas könnten wir auch mal machen. Das lohnt sich, kann sich auch richtig lohnen. Sind wir schon auf eine AE runter. Sind noch nicht mal bei der Hälfte. Gucken, ob ich den überhaupt hinkriege. Oh ja. So, wie viele? 4 von 5 habe ich, ne? Das ist eine Viator. Das ist ein Transportschiff. Ich gehe in den Tarnmodus. Und im Tarnmodus kann ich ganz bequem weiter scannen. Ist schon wieder weg.
Kann sein, dass die hier nur auf der Durchreise ist, aber wir wissen es nicht. Ich nutze die Zeit jetzt und wir scannen mal schnell unser Wurmloch zu Ende. Was ist denn jetzt hier plötzlich ein Spieler? Das gibt's doch nicht. Eve ist tot. Das Spiel ist 25 Jahre alt. Spielt kein Mensch mehr. Was macht der jetzt genau hier in meinem System? Das ist doch unglaublich, oder? Naja, Viator ist jetzt erstmal kein... Wie ist denn eine Viator? Müssen wir gleich mal gucken, ob die zur Not auch schießen könnte. Umloch. Also wir gehen raus aus dem Tarnmodus, rein in den Mining-Modus. Also wir haben Runde. Dann verliert er immer die Ziele, wenn man getarnt ist. Wir sind ja hier zum Minern, ne? Und wenn man minern will, muss man auch minern. Dann kann man da nicht einfach so rumstehen. So habe ich hier schon geklickt, ich weiß es nicht. Eve Scout Rescue Cache. So, so. So. Eine Million. Okay, das passt. Also noch ein kleiner. Ja, und auf 0-0 und Wurmloch Space und so muss man schon Bock haben, weil es ist dann doch immer die Gefahr, dass einem einer mal spontan aus dem Ei knallt. Perfekt. Daily Ziel erreicht. Kommt zurück. Das kann weg. Und ich gucke mir mal diesen wunderschönen Arkonoroid an. Hier ist wieder nichts mehr, was uns stören sollte, ne? Ja, wie machen wir das jetzt, um ehrlich zu sein? Ich könnte jetzt natürlich cutten auf die Gefahr, also die Aufnahme pausieren, auf die Gefahr hin, dass hier was passiert und ich habe es nicht mit drauf. Die Folge ist jetzt schon 27 Minuten lang. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch 2 oder 3 Minuten hier minern. Oh, man sieht das aber eigentlich ganz gut, wie wunderbar das tatsächlich Geld in die Kasse spült. Und es ist auch immer, also wir haben ja hier noch mehr gehabt. Wartet mal, erstmal nochmal scannen. Wir haben ja hier noch viele andere Sachen, die interessant wären. Omba zum Beispiel wäre interessant, weil wir da Isogene rauskriegen. Ne? Das wäre total interessant. Oder wie war das auch? Kernite? Genau, Kernite auch extrem interessant. Meine aber Krokite, aber die finde ich hier nicht, ne? Eiskernite. Krokite wäre auch sehr interessant. So, was, wir machen mal Folgendes. Wir gucken uns mal das andere noch an. Das hier ist das eine. Und wir hatten ja hier noch so ein gewöhnliches. Dann fliegen wir da nochmal hin. Mitten rein. Krokite und Dark Ochre lohnt sich auch extrem, meine ich. Hatten wir das? Dark Ochre? Umba, Kernite, Gneis, Arkonor, Umba, Luxiris. Na, sieht eigentlich genauso aus, ne? Okay, dann. Ach so. Also, wir haben unser Way Out verloren, weil ich keinen Bookmark gesetzt habe. Das heißt, ich werde diese Folge jetzt hier beenden. Und in der nächsten Folge versuchen wir uns hier mal wieder rauszuscannen. Oh Manometer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst bitte den Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar, da würde ich mich mega drüber freuen. Bleib safe, bis dann. Tschüss.
Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. In der letzten Folge bin ich mit unserer neuen Endurance hier ins Wurmloch und habe den klassischen Kardinalsfehler begangen. Und zwar hier rein, ohne das Ausgangswurmloch zu scannen. Und um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich nicht so doof bin. Das Gute ist, wir können uns hier selber wieder rausfrieseln aus der Nummer. Und im Moment sieht das hier auch ganz gut aus. Ich habe ja schon... Wir können hier auf den Sonnenscanner gehen. In der letzten Folge hier Wurmlöcher schon tatsächlich erscannt. Wir haben hier allerdings noch eine ganze Menge Sachen. CM. Warte mal, wir waren doch hier hinten, ne? Ist das unser Wurmloch nach Hause? Könnte es sein. Gut gesicherte Bereiche des Alls. Okay, dann hänge ich das hier einfach an die andere Folge noch mit hinten dran. Da machen wir auf keinen Fall eine neue Folge. Sondern wenn das jetzt hier unser Ausgangswohnung ist, dann habe ich jetzt Glück in Unglück gehabt. Wir waren nämlich so ein bisschen außerhalb. Und jetzt gucken wir mal. Wichtig ist, ich darf nicht vergessen, dass ich mir unbedingt einen Afterburner einbaue. Das ist wichtig. Stabiles Wurmloch. Und wir müssten ja jetzt mit ein bisschen Glück in dem System rauskommen, das dann wiederum das Wurmloch hat, was nach Mani führt. Ja, Hyin ist es. Wir sind im Safe. Okay, dann mache ich jetzt hier keine extra Folge draus. Dann ist die ein kleines bisschen länger geworden. Glück gehabt im Unglück, sonst hätten wir uns da rauskennen müssen. Hätte auch Spaß gemacht, nicht schlimm. Und ich bin nochmal auf eure Mithilfe angewiesen. Wenn ihr Bock habt, dass ich dann mal mehrere Folgen in so einem Wurmloch bleibe und nochmal länger meiner und so weiter, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt ein zweites und letztes Mal. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.